Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und ihr habt mich gefragt, Max, wo bleibt AW? Hier ist AW, bitteschön, endlich habt das. So, der Grund, warum es bisher nicht kam, ist relativ einfach erklärt, dazu gleich mehr. Erstmal Recovery auf Uplink, nein, andersrum, Uplink auf Recovery. Guck mal, wie wenig Ahnung ich von dem Spiel habe, unfassbar. Uplink ist ein neuer Modus, ist ein bisschen wie Capture the Flag, nur dass es eigentlich komplett anders ist. Es gibt eine Drohne, die ist auf der Map irgendwo, ja, also beziehungsweise hat einen bestimmten Punkt, wo sie gedownloadet wird immer wieder. Und irgendwo für mich, weil ich einfach nicht weiß, wo dieser Punkt ist in den meisten Fällen. Und zu diesem Punkt muss man dann hinlaufen, sich die Drohne snacken und die dann in das gegnerische Energiefeld werfen. Ihr seht da hinten hier Schützen und Uplink, das heißt da in das rote Feld reinwerfen, das blaue Feld vor den Gegnern schützen. Es gibt für beide Teams die gleiche Drohne und es ist quasi ein bisschen wie Football, kann man das erklären. Ja, muss man sich an. Ein bisschen muss man selber spielen, um zu verstehen. Ich denke mal, ich habe es aber ganz gut erklärt. Warum kommt bisher nichts? Ihr werdet in dem Gameplay auch sehen. Das ist jetzt kein Zerficker-Gameplay oder sowas. Ich bin kein Wisker Barca, ich bin kein Marcel, auch wenn Marcel ja auch seine Probleme mit dem Spiel hat. Genauso wie Gabs, genauso wie Niklas und so weiter und so fort. Wobei Niklas eigentlich noch ganz gut klar geht. Solution beispielsweise, der ist ja jetzt schon wieder ziemlich gut dabei. Ist auch in der Weltrangliste relativ weit oben, soweit ich das gesehen habe. Beziehungsweise in der allgemeinen besten Liste. Das Ding bei mir ist einfach, ich bin ein Lowbob, was einmal. Naja, Movement angeht, Aiming geht sogar einigermaßen, aber das Movement, das Spielverständnis, das habe ich einfach nicht. Man muss dazu sagen, ich habe 2 Jahre quasi kein COD gespielt, ich habe weder Black Ops 2 noch Ghost gespielt, ich bin einer der wenigen, die gesagt haben, Black Ops 2 juckt mich nicht, finde ich nicht gut. Was ganz einfach daran lag, dass diese Variation, diese verschiedenen Möglichkeiten, die man machen kann, diese ganzen Klassenpunkte und so weiter und so fort, das finde ich so unfassbar unnötig und so unfassbar nervig. Mein Lieblings-Call of Duty bleibt weiter in MW3, dass ich glaube, ich kaufe mir irgendwann nochmal eine normale Xbox 360, nur um MW3 wieder zu suchten oder ich zock's auf dem PC oder so, auch wenn das relativ unwahrscheinlich ist. Auf jeden Fall, das war für mich das beste Call of Duty. Es gab nicht irgendwie so viel, was weiß ich, man konnte nicht 720.000 Aufsätze mit diesen ganzen Wildcards und okay, es gehen insgesamt 3, aber egal. Man konnte nicht irgendwie die Sekundärwaffe wegmachen, man konnte nicht irgendwie die Abschussserie nochmal modifizieren oder sowas. Es war nicht die ganze Zeit dieses Boost-Gejumpe, was an sich ganz geil ist, kann man nichts gegen sagen, macht Spaß, aber in manchen Situationen denkst du dir auch so, muss das jetzt wirklich sein? Wir haben übrigens diese Runde hier sehr, sehr hoch gewonnen, deswegen zeige ich euch die auch, weil, ja, dieses ganze Gedingse bringt mich halt dazu, dass ich keine Ahnung habe, was ich kombinieren soll und so weiter und so fort. Ich spiele hier, ich habe keine Ahnung, wie die Waffe heißt, die Dreischusswaffe, die Farmers für Arme quasi. Seht ihr, ich kenne nur die Farmers und die Typ 95. Das sind meine Waffen, nicht irgendwas hier, was weiß ich, wie die heißt. Dieses hier ist die Ball 27 gut und die AK-12, das kann ich mir merken, aber sonst, ihr merkt, ich habe noch relativ wenig Ahnung vom Spiel. Ich werde jetzt die nächsten Tage mich ein bisschen mehr ransetzen, ein bisschen mehr suchten, vielleicht auch mal einen Livestream raushauen, wenn Tobi das Spiel auch noch hat, zusammen mit Ron, dann werden wir bestimmt auch mal zu dritt irgendwie ein bisschen mehr zocken, aber momentan ist es halt einfach so, ich bin schlecht in dem Spiel und deswegen macht es mir wenig Spaß. Das Einzige, was du wirklich machen kannst, ist Objective spielen, zumindest für mich, weil, wie gesagt, ich bin halt kein Biest. Ich habe nicht irgendwie eine 4er KD in jedem Game oder so gehabt. Ich hatte in COD MW3 eine 3er KD, damit war ich zufrieden, ja, das war mein bestes COD bei weitem. Ich habe mit MW2 ja erst angefangen und ja, das reicht mir dann quasi auch und ich bin halt nicht so einer, der sagt, ich muss hier irgendwie eine 5er KD haben. Ich werde auch auf YouTube keine Gameplays so weit hochladen. Vielleicht werde ich sie hochladen, wer weiß. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die nicht von mir sein werden, wenn dann. Wenn ihr jetzt irgendwie sagt, Max hier, ich will jetzt nicht irgendwie ein Gast-Gameplay zu Max FPS schicken, was eigentlich auch geht. Weil ganz ehrlich, ich bin kein COD-Kommentator, ihr wisst es selber. COD kommt bei mir nur zur Abwechslung. Und sag trotzdem hier, Max, ich will, dass du das kommentierst, dann keine Ahnung, dann schreibt mir in die Kommentare. Ich glaube aber eher, dass das nicht der Fall ist, weil das ist auch ehrlich gesagt unnötig, weil es gibt mehr Leute, die da Ahnung von haben als ich und dementsprechend das besser kommentieren können als ich. Auch wenn ich das hier immer so ein bisschen geschmeidig machen will, ich will jetzt nicht irgendwie rumlabern, was für ein Biest ich bin oder sowas. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Viele YouTuber können das machen, die dürfen das auch machen, weil sie wirklich Biester sind. Mir fällt aber gar keiner ein, der es wirklich macht. Ich meine, gut, Barca halt, der labert auch nicht rum, ich bin voll das Biest und sowas. Der zeigt halt seine DNA-Bomb, heißt es, glaube ich, und gut ist. Und ja, die Leute dürfen dann halt auch sagen, sie sind stark, sie sind gut. Ich darf das nicht, weil ich bin nicht gut und deswegen werde ich sowas von mir einfach nicht hören. Ich werde die ganze Zeit immer locker flockig kommentieren, wenn ich mal was habe, vielleicht auch mal Live-Commentaries machen. Auch da werde ich meistens Objective spielen, also versuchen hier irgendwie die Drohne ins Energiefeld zu werfen und so weiter, auch wenn das relativ schwierig ist, wenn du absolut kein Movement hast und nicht weißt, wie du langrennen musst. Naja, das ist auch allgemein so ein bisschen das Fazit zu dem Spiel von mir, denn ich finde, man stirbt erstens zu schnell, das ist aber gar nicht mal so schlimm an sich. Das Schlimmere ist, dass es einfach so extrem viele Gegner sind. Beziehungsweise, dass man einfach, man stirbt in diesem Spiel so oft.
Man kann gar nicht. Wenn ich ein Barca-Gameplay sehe, die DNA-Bomb war das, glaube ich. Wo jetzt. Nee, das war einfach nur ein High-Score-Gameplay, glaube ich. 72 Kills und trotzdem 18 Tode. Und das bei Barca. Der macht normal. So ein Black Ops 2 war das 72-0 teilweise. Also, das ist ein Riesenunterschied im Vergleich zu den anderen CODs. Einfach weil das Spiel. Ja. Hier seht ihr übrigens einen Fail beim Ablink. Naja. Aber ich habe immer noch reingemacht im Endeffekt. Also von daher. Das ist einfach in anderen CODs deutlich einfacher gewesen, so KDs gut zu spielen, weil in diesem. Du stirbst einfach so schnell. Und überall sind Gegner und die kommen von überall her. Und es gibt wieder den. Ich weiß nicht, wie es heißt, wenn du um Ecken schießen kannst. Es gibt auch wieder. Es gibt teilweise extrem. Ja. Logic-Fuck in diesem Spiel. Es gibt das Knife, was extrem stark ist. Oder das Wegboxen, wie auch immer man das nennen mag jetzt. Aber an sich. Macht das Spiel trotzdem Spaß. Ich weiß, ich laber die ganze Zeit nur, ich bin so schlecht, ich bin so, das Spiel ist, ich kann's nicht, ich mag's nicht, aber ich mag es eigentlich, das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Ich habe irgendwann mal aufgehört zu spielen kurzzeitig, wo ich wirklich abgefuckt war, da habe ich 19 zu 34 auf irgendeiner Map gehabt. Aber ihr habt gesehen, auch wenn ich grottenschlecht war in der Runde, ich kenne auch die ganzen Maps noch nicht, ich hatte trotzdem 19 Kills. Also auch 34 mal voll aufs Maul bekommen, aber dafür, dass ich der absolute No-Hand war in dieser Runde, ist das gar nicht mal so schlecht. Und da sieht man, dass auch die Bobs hier Kills machen können bis zum Gegner nicht mehr. Einfach weil es ist einfach viel einfacher. Es ist einfach so. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Was das Ganze angeht, ob das Spiel schwerer ist, ob das Spiel leichter ist, ob euch das richtig gefällt, ob ihr richtige Biester seid in dem Spiel vielleicht, weil ich bin es definitiv nicht. Und ja, an was erinnert mich das Spiel so ein bisschen? Ich habe es auch bei anderen YouTubern schon gehört, es erinnert mich an Titanfall. Das ist definitiv so wegen den Boost-Jumps. Ich finde die cool. Die sind in einigen Spielmodi wirklich gut, beispielsweise jetzt in Uplink oder in, was weiß ich was. Wie heißt denn der Modus? Capture the Flag, genau. Da hilft das schon, weil das sind so Modi, da musst du laufen. Das ist einfach, dieses Jumpen, das hilft dabei. In Modi wie Herrschaft und sowas finde ich das extrem doof, weil du gehst raus, spawnst, läufst zwei Schritte und da kommt der dann entgegengejumpt und gibt dir voll aufs Maul. Vor allem, ich kann in der Luft auch nicht aimen. Ich weiß nicht, warum das alle können und warum alle... Ich habe auch das Gefühl, auf der Xbox One spielen nur irgendwie Superspieler. Haben ja auch schon, beispielsweise Marcel hat mir das gar nicht gesagt. Nee, aber glaube ich auch bestätigt. Und mit dem habe ich auch schon geredet, deswegen. Niklas, also X the Gundalf, hat das ja auch mir gesagt. Und es ist einfach auch so. Es gibt extrem viele gute Spiele auf der Xbox. Und das ist einfach, gerade für so ein No-Hand wie mich, dann doch vielleicht besser, die PS4 zu nutzen. Aber ich habe halt keine PS4, ich will auch keine haben. Und manchmal gibt es halt trotzdem noch solche Szenen wie hier, dass ich zwei Leute weghole und nicht sterbe. So, das kann auch mal passieren. Habe ich übrigens gemacht, hier natürlich drauf gecampt, um den Typen zu schützen. Habe ich auch geschafft, weil im Endeffekt, naja, wurde ich dann zwar getötet, aber er nicht. Und das ist ja das Ziel dieses Spielmodus. Ja gut, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich jetzt noch 4 Minuten quatschen soll. Aber ich werde jetzt irgendwie versuchen, das Ganze nochmal irgendwie rumzukriegen. Die Maps an sich sind, ja, relativ cool eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag viele. Meine Lieblingsmap ist eindeutig Defender, weil auf Defender kommt dieser Tsunami und das finde ich richtig nice. Ich finde auch die Map hier, Recovery, die finde ich auch nice, weil halt dieses, das ist ja, glaube ich, irgendwie in sonst wo, irgendwo in Asien, meine ich. Und dann ist, oder in Südamerika, ich weiß es gar nicht. Und dann gibt es irgendwie eine Gasexplosion oder sowas. Oder das ist hier ein Atom, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ändert sich die Map und man kommt in andere Bereiche irgendwann rein. Und das finde ich schon relativ cool, weil, naja, ist halt einfach cool. Wisst ihr, wenn die Maps so dynamisch sind, sich verändern, das mag ich an sich. Trotzdem gibt es auch einige Maps, wie beispielsweise, wie heißt das Ding? Das hat mich im ersten Moment mega an Arkaden erinnert, als ich auf die Map gespawnt bin, aber das hat nichts damit zu tun. Arkaden war ja ein Kaufhaus und das ist, Terrace heißt es, glaube ich. So Dachterrassenmäßig, so mediterranes Feeling, irgendwie so ein bisschen Italien, hat mich zumindest daran erinnert. Die Map ist ja absolut graus. Vor allem, weil es so viele Ebenen gibt, das ist auch bei diesen Maps hier so. Wir sehen das übrigens jetzt mittlerweile im anderen Bereich der Map, während wir gerade noch im ersten waren. Es gibt so mega viele, übrigens diese Panzerung bringt auch gar nichts, ne? Das ist ja so lächerlich. Egal, es gibt so mega viele Ebenen auf den Maps. Du kannst überall drauf springen, du kannst von überall oben gekillt werden und unten gekillt werden und links gekillt werden und rechts gekillt werden. Und es gibt allgemein so viele Spots, überall kann man langlaufen und... Ich fand das früher einfach cooler. Ne? Bei MW3, bei MW2 die Maps. Wasteland beispielsweise. Wann gab es das letzte Mal so eine Map wie Wasteland? Richtig, in MW2. Oder so eine Map wie Dome, so eine ganz kleine. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr. Da dachte ich übrigens, ich könnte die Dome ein bisschen weiter werfen, als es im Endeffekt möglich war. Aber egal. Wann gab es das letzte Mal so eine Map wie Dome? Oder wie Rust? Ja, wisst ihr, so eine ganz kleine. Oder wann gab es das letzte Mal so eine Map wie. Oh, jetzt fällt mir gerade spontan keiner ein. Wie Arkaden, so ein Kaufhaus oder sowas. Merkt er selber, ne? Gab's einfach länger schon nicht mehr. Und, ja. Deswegen, also die Maps, gewöhnungsbedürftig, aber nicht schlecht. Die Waffen, habe ich schon erklärt, viel zu vielfältig. Ich finde das
unfassbar nervig, dass man so viel modifizieren kann. Deswegen habe ich auch schon Black Ops 2 nicht gespielt, einfach weil ich nicht durchgestiegen bin. Ich bin durch dieses Spiel nicht durchgestiegen. Es gab mir zu viele Möglichkeiten und es wurde mir auf Dauer wirklich zu schwierig, da durchzusteigen. Es hat einfach keinen Spaß gemacht, finde ich. Und genau das gleiche bei Ghost. Ja, Ghost war allgemein Scheißspiel, sind wir uns alle drüber einig. Bei MW3 war das einfach noch viel einfacher. Du hattest diese Klassenpunkte, wo du variieren kannst. Irgendwie, keine Ahnung, 1200 Millionen, 13 sind es, glaube ich, im Endeffekt, oder 13. Ich weiß, wie viele es in Black Ops 2 waren. Punkte, die du vergeben kannst und dann mit Wildcards und dann kannst du dir drei Perks in einen Slot nehmen und sowas. Nein, sowas gab es einfach nicht. Es gab die Specialist Killstreak, mit der du halt schön die Perks dir quasi freischalten konntest. Aber du konntest erstmal nur einen Perk mitnehmen in jedem Slot und das war geil. Und die Perks waren dann auch viel einfacher. Und allgemein MW3 ist das beste COD, was für mich zumindest. Für einige war das auch scheiße, für mich war das geil. Und ja, deswegen, also ich will jetzt COD nicht totflamen, es werden auch Videos dazu kommen, gegebenenfalls mal Live-Commentaries, weil da kann man ja auch schlechte Gameplays hochladen, beziehungsweise auch jetzt beispielsweise mal sowas wie hier, ne, dass ich Objective gespielt habe, dass wir einfach mal 12-1 gewonnen haben und so weiter, aber jetzt nicht irgendwie Highscore-Gameplays. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das trotzdem sehen wollt, wenn nicht, lade ich halt Live-Commentaries hoch und Livestreame, passt denke ich mal auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Call-of-Duty-Kommentator, ich habe einfach nur mein Fazit über das Game gegeben und habe ja gesagt, ich bringe Videos. Und ja, Endscore 24-22, 2 Uplinks. Klasse. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.